Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Umfrage, wo es darum geht, was ich als nächstes spielen soll. Und wie sich wahrscheinlich viele denken können, wird das Warcraft 3 Let's Play in naher Zukunft enden? Ich weiß selber noch nicht, wann genau. Ich kann euch aber so viel sagen, ich habe bis Montag aufgenommen und ich hänge am Montag in der letzten Folge. Das heißt, also bis zum 21. Das heißt, vermutlich wird es irgendwo 22., 23., 24. irgendwo in diesem Bereich wird das WC3 Let's Play enden. Und ich habe gesagt, wenn ich danach Spiele mache, wird es zu einer Umfrage kommen. Und diese Umfrage, die ich jetzt starte, startet am 15. und läuft am 20. um 23:59 Uhr aus. Das heißt also, ab Montag braucht ihr nicht mehr voten. Ich werde das Ergebnis am Sonntag 0 Uhr mir anschauen. Und es geht darum, welche Spiele ich als nächstes durchspielen werde. Es sind nicht mitunter nur ein Spiel, es könnte auch eine Serie sein. Und ihr seht auch schon auf meinem Bildschirm, welche ich mir ausgeguckt habe und ich möchte zu jedem kurz was sagen. Ich habe tatsächlich keinen Favoriten, was ich davon unbedingt spielen will. Das Einzige, was ich weiß, es sind Spiele, die aktuell WC3 nicht sehr ähneln und ein, zwei Spiele davon kommen, der Elder Scrolls-Reihe etwas nahe, wo ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist, aber ich biete sie trotzdem einfach mal an. Also erstmal, wir fangen oben links an mit Bioshock. Bioshock kennt eigentlich jeder. Ich habe es noch nie gespielt. Mir kam es so vor, sowas ähnliches wie einen Half-Life-Shooter. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich richtig gut ist und viel Spaß macht. Es gibt sehr viele Empfehlungen. Ihr seht ja auch die Reviews mit 94% positiv. Muss es ein sehr gutes Spiel sein. Deswegen biete ich es an und ich habe es wie gesagt noch nie gespielt und ich würde alle drei Teile durchspielen. Also Bioshock, Bioshock 2 und Bioshock Infinity. Die komplette Serie, erst danach ginge es weiter. Das zweite Spiel danach wäre Borderlands. Borderlands soll im Koop besser sein als im Singleplayer. Ich würde es trotzdem zu gerne erst im Singleplayer durchspielen. Und auch bei Borderlands das gleiche. Ich würde dort auch die komplette Serie durchspielen. Das heißt Borderlands 1, 2. Und ich habe keine Ahnung, wie weit es bei Borderlands geht. Ist auch nicht relevant. Auf jeden Fall bei Borderlands würde ich gerne mehr als nur das eine durchspielen. Also alle Serien, die es soweit gibt bei Borderlands. Auch mit 94% gut bewertet. Also auf jeden Fall ein Gucker wert. Dann als nächstes GTA 5. Kennt jeder. Ich habe es noch nicht durchgespielt, weil ich mich damals geweigert habe, es zu kaufen für den Preis. Ich möchte es euch trotzdem einmal wieder anbieten, dass ich es spielen könnte. Wir hatten schon von vielen gesagt, dass sie eigentlich keine Lust auf GTA 5 haben, dass ich es noch spiele, weil es schon ausgelutscht ist und bla. Ich biete es an. Mit 81% positiv ist es nicht das top bewertetste Spiel, aber eigentlich ist es gut bewertet. Und ich würde auch hier wichtig nur den Singleplayer durchspielen und das war's. Und auch nur einen Charakter in der Story, nicht alle drei. Es soll ja drei geben, die man zur Auswahl hat. Ich würde nur einen spielen. Als nächstes wäre die Dragon Age-Reihe dran und da wäre tatsächlich zum ersten Mal der Fall, dass ich von Steam wegwechseln muss auf Origin. Bleibt mir dann keine Wahl. Mit 93% der erste Teil auch sehr positiv bewertet. Ich weiß, dass Dragon Age aber sehr schwer ist. Das heißt, ich kann bei Dragon Age nicht einschätzen, ob ich es problemlos hinbekomme oder ob ich damit Probleme haben werde. Dass ich es schaffe, durchzuspielen. Ich werde mich aber anstrengen, es hinzukriegen. Und bei Dragon Age auch wieder die wichtige Info. Alle drei Teile, also Dragon Age 1, Dragon Age 2 und Dragon Age Inquisition, würde ich durchspielen. Also hier relevant für euch, was ihr hier votet. Außer GTA 5 sind alles Spielserien. Die gehen dann länger. Das ist nicht nur ein Spiel. Und als drittes, als fünftes und letztes habe ich schon mal angeboten, wurde damals aber gar nicht gewotet. Kann ich verstehen, ist vielleicht schon zu alt und vielleicht nicht mehr so euer Ding. Aber Dungeon Siege, ich würde es zu gerne nochmal durchspielen. Mit 76% positiv, auch relativ gut bewertet. Aber guckt euch hier die Grafik an. Es ist wirklich ein altes Spiel. Wirklich ein sehr, sehr altes Spiel. Aber hier auch wichtig bei Dungeon Siege, ich würde auch wieder alle drei Teile durchspielen. Dungeon Siege 1, Dungeon Siege 2 und Dungeon Siege 3, glaube ich. Ja. Sagt mal fünfmal nacheinander ganz schnell Dungeon Siege, Dungeon Siege, Dungeon Siege, Dungeon Siege, Dungeon Siege. Man kriegt das nicht geschissen. Das wäre das fünfte Spiel im Angebot. Wie gesagt, diese Umfrage läuft bis zum 20.11.
Ab 21.11. braucht ihr nicht mehr voten. Ihr könnt den kompletten Sonntag noch voten. Ich werde sowohl am Mittwoch als auch am Samstagsstream auf diese Umfrage verweisen, dass ihr dort teilnehmen könnt. Wichtig ist, wenn ihr teilnehmen wollt, hier oben ist ein kleines Info-I. Über das könnt ihr teilnehmen und abstimmen. Könnt auch das Zwischenergebnis euch angucken. Es ist wichtig, dass ihr dort oben rechts votet. Nicht in die Kommentare schreiben. Wenn ihr es in die Kommentare schreibt, wird euer Vot nicht angenommen. Zum Votteilnahme wird ein Google-Account benötigt. Pro Google-Account kann man einmal voten, soweit ich weiß. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Es ist kein Strawpool, sondern eine Google-Umfrage im Video, weil ich die ganz angenehm finde, dass ich dort drin habe. Ist es soweit alles gesagt? Eins von diesen fünf Spielen wird die nächste Let's Play-Serie, die dann tatsächlich auch länger gehen wird. Also ich werde, egal was hiervon gewotet wird, bei GTA 5 weiß ich die Spielzeit nicht, ich werde daran länger hängen. Bei GTA 5 weiß ich nicht mehr, ob das auf meinem PC vernünftig laufen wird. Hier stehen die Systemanforderungen. Wenn ich es aufnehmen muss, sollte ich vielleicht auch die empfohlenen mir mal anschauen. Da ist die Grafikkarte genau die, die ich habe. Da könnte es sein, dass ich vielleicht beim Aufnehmen mein PC zu schlecht ist. Mal schauen. Ich hab's noch nicht. Ich müsste mir es erst kaufen. Ich müsste mir alle Spiele kaufen. Also, nur damit ihr wisst, was ich mir davon kaufen muss. Ich müsste mir kaufen GTA 5, Borderlands und Bioshock. Diese Spiele habe ich nicht. Bei Dragon Age habe ich nur den ersten Teil. Da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob ich den komplett habe. Bei Dungeon Siege habe ich, glaube ich, alle drei, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, diese drei Spiele müsste ich mir kaufen, diese beiden nicht. Hier müsste ich mir dann Teil 2 und Teil 3 auf Origin kaufen. Es ist alles gesagt, ich habe schon viel zu lange gequatscht. Über 6 Minuten. Ich quatsche immer total lange, total gerne, kennt ihr bei mir. Das ist die nächste Umfrage. Nehmt rege teil, es ist mir wirklich wichtig, dass ich das spiele, was großteils gewotet wird. Wenn es, wie beim letzten Mal, zu einem Gleichstand kommt, dann entscheidet meine Stimme. Ganz simpel. Wenn ihr das alles auf die gleiche Höhe votet, dann nehme ich mir eins von den beiden Spielen, worauf ich Lust habe, und das spiele ich dann. Fertig. Damit ist alles gesagt. Ich hoffe, die Spieleauswahl gefällt euch. Mir persönlich sagt sie sehr zu. Ich habe bei keinem dieser Spiele ein Problem damit, es zu spielen. Außer bei Bioshock, da weiß ich nicht, ob das ganz mein Fall ist. Weiß ich nicht, könnte es, aber vielleicht war es mir doch Spaß. Ich weiß es nicht, okay? Ich weiß es bei Bioshock nicht. Wir werden bei Bioshock auch die HD spielen. Ich weiß es aber nicht. Bei Borderlands weiß ich es auch nicht. Und bei Dragon Age kann es auch sein, dass es mir zu schwer ist. Und ach, egal, ich habe auf alle Lust. Es gibt bei allen Nachteile, es gibt bei allen Vorteile. Ich habe sie aber alle noch nie durchgespielt, außer Dungeon Siege. Die habe ich durchgespielt. Ich habe soweit alles gesagt, jetzt wirklich. 7 Minuten 30. Ich nehmt an der Umfrage teil. Ich halte meine Fresse. Bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sage wie immer zum Schluss: Tschö mit Ö.